Hallo Fotofreunde, heute mal seit langem ein kleines Technik-Review oder Hardware-Check oder Gadget-Test, könnte man auch sagen. Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ihr sitzt nicht zu Hause in Wanne-Eickel und guckt aus dem Fenster, sondern ihr habt zufällig eine Metropole mit ganz viel, ja, ich sag mal, tollen Lichtern am Horizont, so wie hier. Ich bin jetzt gerade zufällig in Las Vegas, da bietet sich das an. Was möchte man machen? Man möchte natürlich schöne Langzeitbelichtung oder überhaupt schöne Fotos von, ja, vom Strip machen oder von den Lichtern von Wanne-Eickel, um bei diesem Beispiel mal zu bleiben. Problem ist allerdings, sieht man jetzt schon ganz schön in der Scheibe, wenn man so genau hinguckt, ich kann hier Spiegelbilder von meiner Hand erzeugen. Alles, was im Zimmer an Licht ist, und man kann das meistens nie ganz eliminieren, spiegelt sich in der Scheibe. Und wenn ich jetzt versuche, hier zu arbeiten, passiert Folgendes. Richtig, ich habe Reflexionen drin und ja, man könnte es als Kunst verkaufen, aber vermutlich ist es nicht zwingend eine Kunst. Ja, ich bin bei jahrelang Internetrecherche auf ein Produkt gestoßen. Das verlinke ich euch auch natürlich gerne. Zur Haltbarkeit davon kann ich jetzt noch nicht viel sagen. Ihr seht, es ist, sieht aus wie ein Gummiring. Das Schöne ist, man kann den aufziehen. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen, so zylinderförmig. Ihr kennt, was es macht. Diese Seite steckt man auf ein Objektiv und die andere Seite kommt an die Scheibe ran. Eliminiert also, ja, Streulicht von innen. An zwei Objektiven habe ich das Ganze bisher getestet. Einmal an dem 24-70 von Nikon. Mit ein bisschen Spannung bekommt man es hier drüber gezogen. Allerdings, ja, ich sag mal, ich weiß nicht, wie wertig das wirklich ist. Man sieht schon durch den Zug hier so eine leichte Verformung. Gibt es, glaube ich, in zwei Größen zu bestellen. Ich habe jetzt das größere Durchmesser einfach genommen. Dann habe ich jetzt auf der Kamera, weil ich gleich weitwinkelig arbeiten möchte, das 14-24er. Und da ist vorne das Ganze schon wirklich zu weit. Das heißt, ich habe es vom anderen Ende draufgezogen. Ein erstes Resümee kann ich jetzt nach meinem ersten Test schon, kann ich euch schon geben. Bei diesem Objektiv, wenn ich die Brennweite verändere, seht ihr, verändert sich auch die Länge vom Objektiv. Das wird ein Problem, wenn ihr, ich sag mal, dieses Gummimoped drauf habt. Das heißt, ihr müsst euch bei einem Zoom-Objektiv, zumindest beim 24-70, was bauartbedingt länger und kürzer wird, schon vorher entscheiden, in welcher Brennweite ihr arbeiten wollt. Hier seht ihr es mal, wie es aussieht auf dem 14-24er. Da hier sich die Länge vom Objektiv, beziehungsweise wenn ich die Brennweite verändere, sich am Objektiv physikalisch nichts verändert, kann ich hier nachträglich halt auch noch einstellen, mit welcher Brennweite ich arbeiten möchte. So sieht es von vorne aus, so von der Seite. Ja, Fazit. 24-70, da die Linse vorne relativ plan ist, kann ich an dieser Scheibe auch schön verwinkeln, um noch andere Winkel hinzukriegen. Hingegen beim 14-24 wird es schwierig. Man kann es ein bisschen einfahren. Ihr seht selber, die Linse an sich ist sehr, sehr weitwinklig. Da muss ich im Prinzip den Tubus, nenne ich ihn mal, ein bisschen nach hinten machen, damit er nicht im Bild kommt und mir eine künstliche Vignette reinbaut. Das heißt, da bin ich jetzt schon an der Winkelstellung am Glas, ja, komme ich schon sehr schnell an die Grenzen. Aber das Gute, man ist wirklich damit in der Lage, die Lichtverschmutzung, nenne ich es mal, indoor auszublenden, auszulöschen. Und kriegt wirklich trotz der spiegelnden Scheiben bei Dunkelheit coole Geschichten hin. Stativmäßig ist es ein bisschen schwierig, weil ich muss ja mit dem Stativ plan an die Scheibe, dass der Tubus aufsitzt, um mir lange Belichtungszeiten zu erkaufen. Also das ist in der Tat schwierig. Ich habe es jetzt gerade so gemacht, dass ich das Stativ genommen habe, allerdings ein bisschen an die Scheibe gelehnt habe. Ja, so konnte ich mir zumindest ein bisschen längere Belichtungszeiten erkaufen. Freihand kann man damit super plan an der Scheibe arbeiten und kriegt wirklich gute Bilder damit hin.
sind wir an dem Spot, von dem ich gerade gesprochen habe, in der Skybar vom besagten Hotel. Das ist ehrlich gesagt nicht das Ergebnis, was ich mir erdacht habe oder vorgestellt habe, weil mein Moped, was ich gerade so angepriesen habe, das ist eigentlich schon ganz gut. Folgendes Problem gibt es aber, wenn die Scheiben doppelt verglast sind, reflektiert die äußere Scheibe, die der Tubus nicht abdecken kann, trotzdem noch so ein bisschen. Und ja, trotz Waldorf Astoria, muss ich mal sagen, die Scheiben, die sind dreckig. Da haben die Leute mit hier mit der Pfoten, so wie ich, zack, dran gepackt. Ja. Und die Schlieren, die fängt die Kamera hervorragend ein, gerade dann, wenn man länger belichtet, dann intensivieren die sich nämlich. Also muss ich jetzt eigentlich relativ offenbrennig arbeiten, was ich vermeiden wollte. Tatsächlich ISO, muss ich sagen, wir sind Amerika ISO, ein bisschen hochpushen, damit ich diese Reflexion, diesen Dreck ja, von der Scheibe nicht so reinkriege. Also eigentlich bin ich nicht so richtig zufrieden, aber der Spot, liebe Fotografen, der ist trotzdem ganz gut, weil vielleicht seid ihr ja mal hier, wo die Scheibe richtig geputzt ist. Ja. Und ihr dementsprechend ja, den Strip so abrichten könnt, wie ihr das wollt. Aber Prost auf euch, liebe Fotografen. In dieser schönen Atmosphäre kann man natürlich auch mal ein Bierchen trinken. Ne? Am nächsten Morgen, nach dem finalen Test von diesem, ja, ich nenne einfach mal Tubus, ich weiß gar nicht, was der richtige Name dafür ist, habe ich noch zwei, drei Gedanken. Also, wenn man durch Glas fotografieren muss und möchte, ist das definitiv gut investiertes Geld. Jetzt denkt ihr alle, mach nicht so eine Spannung, da kommt doch noch ein Aber. Hm? In meinem Fazit kommt auch noch ein Aber. Ich habe mich in meinem Leben noch nicht viel mit dem Aufbau von Fensterscheiben auseinandergesetzt, aber hier in Vegas musste ich das jetzt mal tun. Vermute ich dem Stromspargedanken ein Doppelverglasung. Wir haben zwei Scheiben. Ich sag mal, das ist die Scheibe, wo ich hinterstehe. Ach, guck mal, toll. Ich zeige euch das mal hier. Da wird das Licht abgeschirmt von meinem Tubus. Dann habe ich aber die andere Scheibe. Die ist vielleicht, ja, ich sag mal, hier vielleicht einen Zentimeter weiter auf der anderen Seite. Da fällt leider Streulicht von überall draußen, drinnen, da fällt Licht drauf. Und das ist das Problem. Wenn dann noch ein bisschen Dreck auf der Scheibe ist, wie es jetzt gerade hier ist, jetzt sieht man es ganz schön in der Sonne, ja, kann auch der Tubus das leider nicht eliminieren, weil diese Strahlung, diese Lichtverschmutzung von der anderen Seite der Scheibe kommt. Das heißt, man muss da ein bisschen tatsächlich mit dem Winkel nochmal spielen, vielleicht ein bisschen mit der Brennweite. Und zum Belichtungszeit noch ein Wort. Ja, je länger ihr belichtet und je heller, sage ich jetzt mal, desto eher holt ihr euch auch die Lichtverschmutzung in den Bildern raus, trotz dieses Dings. Ich bin ja ein Freund von langen Belichtungszeiten, ich wollte auch so ein paar Lightrails machen, aber ich war nachher bei so einer Belichtungszeit von einer Viertelsekunde bis zu einer halben Sekunde. Das hat für mich die brauchbarsten Ergebnisse gezeigt, aber wird wie immer eingeblendet. So, in diesem Sinne war das genug von diesem Guard Gang Test. Tschüss.